In den Welten der Online-Rollenspiele passiert eine ganze Menge. Damit ihr bei WoW, Elder Scrolls Online und Co. immer auf dem Laufenden seid, haben wir uns mit den Kollegen und MMO-Experten von buff.de zusammengetan, um euch jeden Monat einen Rückblick auf die wichtigsten MMO-Themen der vergangenen Wochen zu geben. Nach der kurzen Winterpause starten wir jetzt wieder voll durch mit News von Blizzard, Elder Scrolls Online und Herr der Ringe Online. Wir bei Krotus Computer fertigen seit 9 Jahren mit viel Liebe zum Detail individuelle Gaming-PCs perfekt auf deine Wünsche abgestimmt. Persönliche Beratung und höchste Qualität sind unser Fokus. Überzeuge dich selbst und schau auf unserer Website vorbei. Starten wir mal mit einer Branchen-News, die direkte Auswirkungen auf die Teams von World of Warcraft hat. Am 25. Januar kündigte Phil Spencer mit einem Memo an die Belegschaft umfassende Entlassungen an. 1.900 Mitarbeiter verlieren bei ZeniMax, Activision Blizzard King und den älteren Xbox-Studios ihren Job. Laut diverser Berichte sollen vor allem Bereiche wie Community Management, Kundensupport, Vertrieb und E-Sports betroffen sein. Bestätigt sind aber auch Entlassungen im Lore-Team von World of Warcraft. Darüber hinaus hat Mike Ibarra seinen Posten als Blizzard-Präsident freigemacht und mit Alan Atom hat sich der letzte der 3 Blizzard-Gründer verabschiedet. Mike Morhaime hatte das Unternehmen im Oktober 2018 verlassen, Frank Pierce sagte im Juli 2019 Goodbye. Die Nachfolge von Ibarra wird im Februar Johanna Ferris antreten. Die Harvard-Absolventin war in den vergangenen 5 Jahren als General Managerin für das Call of Duty-Franchise verantwortlich. Davor arbeitete sie 12 Jahre lang für die National Football League als Marketingstrategin und Verantwortliche für den Bereich Business Development. Ebenfalls klar ist, dass sich das im Januar 2022 angekündigte Survival-Spiel mit dem Codenamen Odyssey in die Reihe all der anderen Projekte stellen wird, die von Blizzard im Laufe der Jahre eingestellt wurden. Ihr wisst schon, das Warcraft Adventure, Starcraft Ghost, Shattered Nations oder auch Titan. Seit mehr als 6 Jahren hatte man an dem Titel gearbeitet, inklusive Wechsel von der Unreal auf die interne Synapse Engine. Ein Release wäre laut internen Quellen aber wohl nicht vor 2026 realistisch gewesen. Ein Teil des Teams wird jetzt an anderen, noch nicht angekündigten Projekten arbeiten, die derzeit bei Blizzard entstehen. Trotz der schlechten Nachrichten muss bei Blizzard die Show natürlich weitergehen. Bereits am 17. Januar ist mit Saat der Erneuerung der jüngste Content-Patch erschienen, der unter anderem das weltweite Drachenreiten eingeführt hat und euch die Archive von Azeroth erkunden lässt. Besonders beliebt sind die neuen Anhänger-Dungeons, in denen ihr an der Seite von KI-Kämpfern die Dragonflight-Instanzen kennenlernen, das Tanken üben oder Builds ausprobieren könnt. Dazu kommt die spannende Rückeroberung von Gilneas, die neue Nachtelfensiedlung Bel Ameth und mehr. Nach dem Patch ist aber bekanntlich vor dem Patch. Wenn ihr dieses Video seht, könnten die ersten Inhalte von 10.2.6 auf dem Testserver gelandet sein. Außerdem bereitet sich das WoW-Team schon jetzt auf den Start von Dragonflight Saison 4 im Frühling vor. Das wird bekanntlich eine schicksalhafte Saison, ähnlich wie es sie schon am Ende von Shadowlands gab, in der euch alte Inhalte in einer angepassten Version erwarten. Erstmals durfte die Community im Zuge einer Umfrage dabei bestimmen, aus welchen Bestandteilen die neuen Tier-Sets bestehen sollen. Also welche Klassenrüstungen aus der aktuellen Erweiterung die besten Set-Boni besitzen und welche Klamotte den größten Style-Faktor mitbringt. Die Ergebnisse ergeben dann das wild zusammengewürfelte Rüstungsset aus Saison 4, wobei alle Spezialisierungen ihre eigenen Set-Boni wählen durften. Verlassen wir die Dracheninseln und reisen ins klassische Azeroth. Am 8. Februar startet die 2. Phase von WoW Classic, Saison der Entdeckungen. Das Ziel? Die neue Maximalstufe 40, eine neue Raid-Instanz für 10 Spieler in Gnomeregen und ein frisches PvP-Event im Schlingendorntal. Mittlerweile hat das Classic-Team übrigens klargestellt, dass Gnomeregen ab Tag 1 von Phase 2 seine Pforten öffnen wird und dass der Raid nach 2 Wochen auf einen 3-Tages-Lockout wechseln soll. Außerdem erwarten euch in Azeroth viele versteckte Geheimnisse, eine weitere Questreihe für Berufe und zahllose frische Items, Rüstungssets, Rezepte und Skillbücher. Oh, und natürlich gibt's auch Nachschub für die beliebten Klassenrunen, mit denen ihr ganz neue Spielweisen ausprobieren könnt. Wir sagen nur Nahkampfjäger und Schamanen mit Zweihänderfokus. Vor wenigen Tagen erst haben die Blizzard-Entwickler eine weitere Neuerung für die Saison der Entdeckungen angekündigt, mit der
niemand gerechnet hat. Die sogenannten Gold-DKP-Runs und die Werbung für solche Runs sollen auf den saisonalen Servern ab dem 8. Februar verboten sein. Solche Raid- und Dungeon-Runs sind bei Teilen der Community seit jeher sehr beliebt, da man in ihnen mit Gold auf die gefallenen Beutestücke bietet. Schon in der ersten Classic-Version von WoW gab es epischen Loot aus Naxxramas, der für 200.000 Gold den Besitzer gewechselt hat. In Wrath of the Lich King Classic sprechen wir mittlerweile von Millionenbeträgen. Wenn alle Teilnehmer solcher Runs das Gold brav erfarmen oder über den Kauf und Verkauf von WoW-Marken erhalten würden, wäre das okay. Viele Spieler greifen jedoch zu den Angeboten von Goldsellern, die wiederum mit ihren bottenden Charakteren ganz Azeroth überschwemmen. Und genau deswegen möchte Blizzard diese Gold-DKP-Runs auf den Saisonservern unterbinden. Wer geschnappt wird, der muss mit Bannstrafen rechnen. Bleiben wir noch kurz bei Blizzard, schließlich ist am 23. Januar die mittlerweile dritte Saison von Diablo 4 gestartet. Die Saison des Konstrukts bringt euch mit dem neuen Seneschall-Gefährten zusammen, den ihr mit magischen Steinen verbessern könnt und der euch im Kampf unterstützt. Darüber hinaus erwarten euch eine neue Questreihe rund um den Dämon Malphas, frische mit Fallen gespickte Dungeons und zahlreiche Klassen- und Item-Anpassungen. Gerade die Kernfeatures der Saison sorgen jedoch schnell für Kritik. Der Diener sei zu schwach, die neuen Inhalte zu grindig und eine enttäuschende Zeitverschwendung. Sogar der Saisonpass enttäuschte. Bereits am 26. Januar gab es daher einen ersten Notfall-Hotfix, der sich vieler Kritikpunkte annahm. Weitere Patches sollen zeitnah folgen. Im Januar lud das Team von Naoki Yoshida mal wieder zum Final Fantasy Fanfest ein, und zwar nach Tokio, um Details zur neuen Erweiterung Dawntrail zu verraten. Die soll bekanntlich irgendwann im Sommer erscheinen und uns auf den Kontinent Tural führen. Das Highlight des Events war sicherlich die Vorstellung des Piktomanten, der zweite Job, der neben der Viper sein Final Fantasy XIV Debüt feiern wird. Piktomanten sind magische Fernkämpfer, die einen übergroßen Pinsel schwingen und Bilder in die Luft malen, aus denen sich dann zerstörerische oder unterstützende Effekte ergeben. Frisch vorgestellt wurde außerdem der Bestienbändiger als zweiter limitierter Job neben dem Blaumagier, der ebenfalls auf sich zugeschnittene Inhalte erhalten soll. Und wer mag, kann sich in Zukunft eine weibliche Hrothgar erstellen. Die kommen in der Lore der Spielwelt äußerst selten vor, weswegen es bisher nur möglich war, männliche Anhänger dieses Volks zu spielen. Das Square-Team gab im Zuge des Events detaillierte Einblicke in weitere Inhalte von Dawntrail. Es wurden Zonen und Dungeons gezeigt, die neue Crafting-Zone Cosmic Exploration vorgestellt und ein offenes Gebiet im Stil von Eureka angekündigt. Falls ihr mehr erfahren möchtet, findet ihr in der Videobeschreibung unseren umfassenden Bericht vom Fanfest in Japan. Beenden möchten wir den Final Fantasy XIV Blog mit dem Hinweis, dass am 16. Januar Patch 6.5.5 auf den Live-Servern gelandet ist. Zum Update gehört das neue Kapitel des Hauptszenarios, weitere Quests und Prüfungen rund um Hildibrand, ein Update für Tartarus Wohlstandsmanufaktur und eine Erweiterung der Mandeville-Waffen. Von EOCA geht's nach Tamriel. Am 18. Januar fand ein großes Enthüllungsevent für die kommenden Inhalte von The Elder Scrolls Online statt. Die erste Erkenntnis: 24 Millionen Spieler sollen in den vergangenen knapp 10 Jahren TESO gespielt haben. Seit April 2023 sind also 2 Millionen Spieler dazugekommen. Gar nicht schlecht für ein MMO-Oldie. Die zweite Erkenntnis: am 11. März erscheint auf PC mit Science of Ithilia der neue Verlies-DLC. Am 26. März folgen Xbox und PlayStation. Die Herausforderungen aus den beiden neuen Dungeons bilden dabei die Verknüpfung aus dem Cliffhanger-Ende von Necrom und dem nächsten Kapitel. Damit sind wir bei der dritten Neuigkeit. Die neue Erweiterung hört auf den Namen Gold Road und führt uns in die Westauen, die einige von euch in Teilen durch Oblivion bereits kennen könnten, etwa durch die namensgebende Goldstraße oder die Stadt Skingrad. Die Entwickler versprechen eine neue Story-Kampagne und Nebenquests, die euch etwa 30 Stunden beschäftigen werden. Dazu kommen neue Gewölbe, offene Verliese, Weltbosse und ein 12-Spieler-Raid. Tamriel-Veteranen wissen, wie es läuft. Völlig neu ist dagegen das Feature der Schriftlehre, das es euch erstmals ermöglicht, die Effekte und das Aussehen von Fertigkeiten anzupassen. Ob all die Inhalte Spaß machen, erfahren wir ab dem 3. Juni auf PC und Mac, beziehungsweise ab dem 18. Juni auf Xbox und PlayStation. Zu guter Letzt gab ZeniMax dann auch noch einen Ausblick auf die Updates der letzten beiden Quartale im Jahr 2024. Für Herbst sind vor allem Bugfixes und Quality-of-Life-Verbesserungen, aber auch ein großes Eigenheim-Feature geplant. Das Update im Winter bringt dagegen neue PvP-Inhalte und zwei Gefährten, die ihr leveln und ausrüsten könnt.
Es gibt Neuigkeiten zur MMO-Hoffnung Pax Day, die auf eine erfolgreiche Alpha-Testrunde zurückblickt. Zum einen haben die Entwickler von Mainframe Industries bestätigt, dass das Online-Rollenspiel nach einem weiteren Alpha-Test im Frühling in die Early-Access-Phase starten soll. Der konkrete Termin hängt vom Feedback der Alpha ab. Zum anderen haben die Devs erklärt, dass man sich mittlerweile für ein Buy-to-Play-Bezahlmodell mit Abo entschieden hat, ähnlich wie bei WoW und Final Fantasy XIV. Wie hoch Kaufpreis und Gebühr ausfallen werden, ist nicht bekannt. Wer nun mal reinschnuppern möchte, um Pax Day zu testen, soll das durch einen kostenlosen, begrenzten Zugang tun können. Außerdem denken die Entwickler darüber nach, nach dem Launch kostenpflichtige, aber optionale Zusatzdienste wie kosmetische Extras, Servertransfers oder Komforterleichterungen einzuführen. Auch Echtgeldsysteme wie die WoW-Marke oder Plex aus EVE Online könnte es geben. Seit unserem letzten Bericht zu Lost Ark gab's 3 Content-Updates und eine Roadmap mit den Inhalten, die bis einschließlich April 2024 auf den Live-Servern landen sollen. Schauen wir uns die Highlights der zuletzt implementierten Neuerungen aber erstmal an. Zuerst durften sich alle Arkisia-Helden Mitte Dezember auf den neuen Kontinent Voldis, den Gargadeath-Wächter-Raid und das Freya-Insel-Event freuen. Eine Woche später folgte dann der Abgrund-Dungeon Elfenbeinturm und das neue Elixiersystem. Im Januar landeten schließlich die Abenteuerinsel Lailai und der Höllisch-Modus des Brelshaza-Raids auf den Servern. Ab Februar erwartet euch die Feier zum zweiten Jubiläum sowie der extreme Schwierigkeitsgrad des Valtan-Raids. Für März wurde die Breaker-Klasse sowie die neue Story-Quest-Reihe rund um das Licht des Schicksals angekündigt. Außerdem kommt eine Auftragskette, die euch im April zum Legions-Raid gegen Thaymine führen wird. Der Wächter-Raid gegen Vescal und das Fortschrittssystem Ausrüstungstranszendenz runden das erste Quartal in Lost Ark ab. Als im November die Erweiterung Korsan von Umbar für Herr der Ringe Online erschienen ist, kam die Seefahrerklasse, die Gestade von Umbar und zahlreiche neue Quests nach Mittelerde. Andere Features des Add-ons wurden aber auf spätere Patches verschoben. Die Umbar-Handwerksgilden folgten noch im Dezember. Wie es um den Rest bestellt ist, verrät die Mitte Januar veröffentlichte Roadmap für das Jahr 2024. Nach dem Plan sollen die noch fehlenden Dungeons und der 12-Spieler-Schlachtzug in jedem Fall im ersten Quartal auf die Live-Server einschlagen, ergänzt durch die ältesten Talmissionen, eine Verbesserung des Erkundungssystems und mehr. Im zweiten Quartal steht dann das Frühlingsfest, das 17. Jubiläum und ein Inhaltspaket rund um die Katakomben von Umbar auf dem Programm. Im Sommer folgen dann das Midsommerfest, ein neues Hobby, ein frischer Beruf, modernisierte Elben-Avatare und die Überarbeitung des VIP-Systems. Den Abschluss macht im vierten Quartal dann eine umfangreiche Erweiterung mit 4 Regionen, Schlachtzug und Dungeon, die von wichtigen Änderungen am Sippensystem flankiert werden. Zum Abschluss unseres MMO-Rückblicks möchten wir uns einem Sorgenkind widmen, das uns stark an The Day Before erinnert. Denn auch hier haben wir es mit einem unerfahrenen Studio zu tun, das in vergleichsweise kurzer Zeit ein enorm ambitioniertes MMO-Projekt veröffentlichen will. Wir reden hier von einer 2016 Quadratkilometer großen Spielwelt, Klimazonen, wechselnden Wetterbedingungen, Tag-Nacht-Zyklus, Next-Gen-Grafik, PvE-Dungeons, Weltbossen, offenen PvP-Schlachten, Housing, Schiffbau, Tierzucht und einigem mehr. Und wie möchten die etwa 50 Entwickler von Wavrek Technology dieses Mammutprojekt mit dem Namen Quinfall umsetzen? Naja, mit einer proprietären KI-Technologie und vorgefertigten Assets aus dem Unity Store. Kein Witz, das gaben sie in einer Ankündigung Mitte Januar zu. Seit dem 30. Januar läuft ein erster Closed-Beta-Test. Soweit war das Vorgängerprojekt Kyra Online vor einigen Jahren auch. Zu einem globalen Release kam es dann nie. Ob das bei Quinfall anders laufen wird, wir sind gespannt. Und das waren die wichtigsten Themen, die MMO-Fans in diesem Monat wissen sollten. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst uns doch gerne ein Abo und ein Like da, das unterstützt uns. Für mehr Infos zu allen Online-Rollenspielen schaut bei den Kollegen von buff.de vorbei und für alles weitere aus der Welt der Videospiele checkt pcgames.de.